Gerhard Juncker, Schlacht ist geschlagen. Gestern Sieg bei den Holsteinkühen mit der Scherbetti. Heute selber richten. Wie ist das so? Ist das nicht ein das Wechselbad? Zuerst selber im Ring im Einsatz mit der Kuh und nachher richten am nächsten Tag. Es ist sicher ein sehr grosser Wechsel. Aber sicher zwei wunderschöne Momente. Eine ist die Chance, das Glück gehabt, die schönste Kuh im Nationalshow bei den Holsteiner zu haben. Ist sicher ein wahnsinnig grosser Moment. Ist sicher nicht das Gleiche, Aussteller zu sein oder Richter zu sein. Wenn ich Aussteller bin, bin ich immer sehr nervös und sehr, wie sagt man, unter Druck, bis die Tiere eingestellt sind. Und wenn ich Richter bin, lässt das mich halt, da kann ich reingehen, da bin ich ruhig und locker. Da bin ich nicht angespannt, wie wenn ich selber Tiere ausstelle. Hast du jetzt nicht das erste Mal, dass du eine grosse nationale Ausstellung richtest? Du hast schon Swiss Expo über 3 Jahre gerichtet. Du hast aber seither viel Erfahrung gesammelt. Nimmst du es lockerer seither? Würde ich nicht unbedingt sagen, es ist mir nie eigentlich, ich bin nie extrem angespannt in den Ring. Klar macht man sich seine Gedanken, aber ich bin immer relativ locker, wenn ich in den Ring gehe. Ja. Aber du hast, kann man sagen, sicher eben komplette Kühe gesucht. Du hast auch gewisse Kühe wie eine Bacala Violetta, die jetzt ein paar Mal hat Erfolg hatte, nicht für da. Ist dir der Entscheid schwer gefallen? Rein von der Qualität der Kühe, die ihr am Schluss gemacht habt? Ich sage, es spielt ja nie eine Rolle, was die Kühe vor der Ausstellung gemacht haben. Und man tut sie an dem Tag richten, wo man sie heute sieht. Und für mich, die Siegerkuh und die Reservensiegerin, ist ja ganz klar noch von den restlichen Kühen heute abgehoben. Es sind ganz klar die zwei besten Kühe gesehen. Und besonders das Niveau extrem hoch ist in den ersten Rängen. Durch absolute Spitzenkühe gehabt. Aber das ist ja vor allem dort, wo die Reservenmisse drin war. Die Kategorie hast du ja besonders so hervorgehoben beim Richten. Was willst du zu dieser Kategorie noch sagen? In der Mat-Abteilung ist auch eine Kategorie, die man vielleicht, ich glaube, man darf sagen, auch noch nie gesehen hat, in der Schweiz. Als ich um 20 Kühe drinnen gesehen habe, war fast bis zur letzten perfekte Kühe. Ich habe gesagt, nachher zum Organisationskomitee, wenn die 5 ersten vorgenommen hätte man mit der 6. können weiterfahren als erste, und es wäre keine Spitzenkategorie gewesen. Stark ist auch die ältesten Kühe gewesen. Das war die zweiteindrücklichste Kategorie, die ältesten Kühe. Dort habe ich auch zum Kommentar gesehen, man würde nicht glauben, dass wir schon bei den ältesten Kühen sind, wenn man die Uter sieht, wo die Uter aufgehängt sind. Das ist wirklich wahnsinnig eindrücklich, die ältesten Kühe. Jetzt als gleich schon ein paar Jahre Beobachter von Szenen, ist die Feststellung richtig, dass die BRH vor allem mit Dichte gegen hinten, das Niveau normal ist gestiegen? Das darf man sicher schon so sagen, ob schon heute kann man sagen, sind Kategorien unterschiedlich gewesen von der Qualität her. Die Spitze ist in jeder Kategorie sehr stark gewesen. Und nachher in diesen Kategorien ist es wirklich bis in die Mitte fast bis hinten gegangen und in diesen Kategorien jetzt auch sehr gute, normalere Kühe dabei gehabt, die mitgelaufen sind. Vielleicht noch ein Wort zur Schönhuter-Siegerin. Die hat ja erst ganz vor kurzem gekalbert. Hast du das gewusst oder hast du das oder hast gar nicht, von zu unten gesehen hast? Also, als ich die Kuh gesehen habe, sie ist noch nicht abgemolken, wie man sie sonst sieht. Sie ist noch nicht so scharf. Dann habe ich ihn gefragt und er hat gesagt, es sei nicht einmal 10 Tage, dass die Kuh gekalbert ist. Aber ganz klar, ich bin das beste Mutter, ohne Diskussion. Das Traumutter, ohne grosse Wörter zu suchen, dass nach und drei Höhe und breit das ist. Phänomenal. Vielleicht so ein bisschen von den Trends. Gibt es so etwas, wo man wieder noch ein bisschen mehr drauf schauen muss oder wo vielleicht ein bisschen vernachlässigt wird? Trends. Oder gibt's? Trends gehen ganz klar richtig die komplette Kuh, wo in allen Teilen fällefrei ist, Milch betont, die kommt mit einem guten Bein und vor allem mit einem absoluten Spitzel. Das ist sicher Trends. Aber es gibt, man hat ja schon gehört, sagen jetzt, sind die Trauben nicht mehr ganz so aktuell, sind die Scheichen werden wieder ein bisschen schlechter bei RH. Also kannst du das so nicht bestätigen? Das würde ich so nicht unbedingt bestätigen. Der Trauben hat sicher viel gut gesprungen in den Finessen und alles. Jetzt hast ja du selber auch gute Kühe RH natürlich, nicht nur schwarze, die man gestern gesehen hat. Hat sich von dem ein bisschen gefreut? Hättest du irgendetwas heisses Kabel gegeben, hättest du mitgenommen? Wenn ich nicht die Chance hatte, einzustellen, hätte man vielleicht schon etwas ausgestellt, aber das war natürlich viel grösser noch Erlebnis gewesen heute. Hier die Tiere dürfen einstellen, als eins oder zwei von unseren eigenen Tieren zu präsentieren. Ja. Und präsentiert haben wir schon viele Tiere. Und eine solche Ausstellung einstellen, das ist ein einmaliges Erlebnis. Jetzt gehen wir Richtung Cremona im Oktober. Es wird für dich auch ein bisschen schwierig, je nachdem vom Laktationsstadium her dort mitzukommen. Wird die Schweiz trotzdem eine starke Delegation haben, was bei RH? Oder? Also, das hoffe ich sehr schwer, aber das kann ich hier so nicht beurteilen. Aber da habe ich keine Zweifel, dass da nicht super Kühe sind. Weil nicht die Kühe sind, weil sie nicht ganz frisch gekalbert sind, hat sicher die Schweiz noch viele andere schöne Kühe, dass das überhaupt kein Problem wird sein, dort eine super Gruppe zu stellen. Und jetzt noch eine letzte Frage. Wann richtet Gerhard Juncker Madison und Royal Winter Fair? Das bleibt der Traum. Hast du das Gefühl? Ja, das ich bei dir ist auch kein Spieler im Markt gestritten. Hat sich jetzt auch durchgesetzt in New York? Schon ein Berner? Ja. Oder ist es gewisse hoffnungslos?
hoffentlich musst du nie verlieren, aber das ist sicher ein Traum. Das bleibt sicher ein Traum. Also, merci.